Das noch kurz ergänzend. Ich höre fast keine Oldies, weil da ist nicht viel, was von der Frequenz her schon höher geht. Das meiste geht wirklich noch ziemlich nach unten. Von älteren Sachen aus. Egal, ob Rock, Pop, whatever. Manche klassische Sachen, das ist schon nochmal was anderes. Vivaldi oder so. Und deswegen der Bieber und dieser Shawn Mendes, diese junge Generation, da gibt es einige auch wenig Bekannte. Ja, auch in Deutschland. Seom, sowieso. Der ist ja auch nie Mainstream gewesen. Die haben eine Botschaft, die haben was zu sagen und das ist vor allen Dingen auch energetisch von der Frequenz her nicht niederdrückend, sondern eher schon hochführend. Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Und wenn mir nochmal nach Singen ist, tatsächlich habe ich damals, als ich in die OCG ging, eigentlich so gut wie aufgehört zu singen, wegen dem Schlamassel, in dem ich dann da mit drin hing bei diesem Pärchen. Das war wirklich ein Schlamassel. Und ich hing dann da emotional, energetisch mit drin. Das ist länger her, aber ich meine, ich habe da aufgehört. Meine zweite Betreuerin hat dann auch nicht so viel Größe gehabt, mich da mal mit singen zu lassen. Ne? Konkurrenz gab es in der OCG sowieso auch, ob das denen nun bewusst war oder nicht. Menschen, alles Menschen. Ich habe da aufgehört zu singen, obwohl es ja eigentlich andersrum hätte sein dürfen sollen. Aber wenn mir danach ist, es sind da Leute jetzt ausgestiegen, die mich irgendwie abonniert hatten. Ich kenne meine Abonnenten nicht, aber das ist mir egal. Wenn mir nach Singen ist, sollte ich vielleicht vorher es mal wenigstens mal gesungen haben. Und den Text ein bisschen besser kennen. Aber dann tue ich das. Dann stelle ich das jetzt einfach mal rein. Erstens, es kann ein Anreiz sein, denn es ist sicherlich nicht nur für mich hochführend. Freude, Fröhlichkeit ist super wichtig jetzt. Ich meine, hochführend das selber zu tun. Und es macht mir einfach Freude. Und ich kann auch noch mal irgendwas machen und warum nicht auch hier reinstellen. Ich habe ja jetzt keinen Kanal von Tausenden, dass da mal Tausende was von mir gehört haben. Das gab's, aber das ist lange her. Also man darf auch noch mal was zur eigenen Freude tun, was die eigene Fröhlichkeit fördert. Weil wenn wir dann da rausgehen ins Leben, dann sind wir das und dann verbreiten wir das. Dann strahlen wir das ja aus. Also ist mir an dem Punkt egal, wenn deswegen jemand rausgeht, weil er denkt, die spinnt doch und was soll das? Ich folge damit auch meiner inneren Führung, so sage ich es mal. Einfach meinem Herzen und es hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Gruß.